Hey yo, es geht weiter mit Dame Gav Tycoon. Warum sage ich immer Game Dev? Dame Gav. Egal, los geht's. Entschuldigt. Die PlayStation 2 ist auf dem. Ich meine, die. Was war's? Wie heißt das? Wie heißt das Ding? Müssen wir mal kurz gucken. Das Play System. Also. Es geht, glaube ich, direkt an ein neues Spiel, das wir jetzt entwickeln. Und es wird eine Fortsetzung. Kommt, wir gucken mal, was wir die letzten Male so cooles gemacht haben. Falling Out, ne? Erinnert ihr euch? Das war geil. Das war wirklich geil. Und jetzt der Game-Entwicklungs-Tycoon. Der läuft ganz okay. Aber wir sind noch ein bisschen finanziell nicht super gut gestellt. GT City Deluxe, da hätte ich ja durchaus ein bisschen Bock drauf. Aber ich glaube, es ist noch nicht lang genug her. Oder ist es lang genug her? Also Mad Evil Dinosaurs. Leider gar nicht. Das war leider gar nicht. Ich glaube, wir probieren mal hier einen neuen Movie Creator. Der hat auch ganz gut Umsatz gemacht. Vielleicht jetzt sogar noch besser. So, mittleres Spiel. Movie. Ups, ich habe Caps Lock an. Ich hatte keinen Caps Lock an. Movie Creator 4D. Mega. Oh, nein, 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 nein. 4 Deluxe. Wäre ein guter Name für ein Viertelteil. Und da hatten wir einen Bindestrich dazwischen. Das muss jetzt selbstverständlich auch sein. Plattform. Ich denke, es geht weiter auf PC und wir nehmen natürlich API Gamer. Ja, ich weiß, wir wollen RPG noch machen. Kommt noch. Aber erstmal müssen wir hier noch mal ein bisschen Geld ranholen. Mach mal Gameplay noch mal ein bisschen. Auf geht's weiter. Ein bisschen höher, ne? Ein bisschen mehr Gameplay. Gameplay finde ich bei Spielen meistens relativ wichtig. Die Inbox. Da kommt sie. Mal sehen, wer das große Konsolenrennen gewinnt. Geiles Gaming. Startet gerade die Arbeit an einem neuen Spiel. Ja, natürlich sage ich was dazu. Gar kein Problem. Ich pushe das Spiel. Klar. Das wird der Renner schlechthin. Das hätte ich jetzt vermutlich nicht machen sollen, aber mal sehen. PlaySystem 2 ist auf dem Weg. Das ist doch super hier, die Vorauswahl. Na, er ist ein bisschen überarbeitet. Johnny Rome. Ja, der muss ja hier die Dialoge nicht mitmachen, oder? Das kann er hier locker Owen Scott noch erledigen. Perfekt. Beliebt neue Themen. Ja, toll. Wir machen. Das hätte ich mir mal vorher durchlesen sollen. Aber vielleicht verschwindet das ja, bis das Spiel released ist wieder. Ja, also das Play System 2 verkauft sich offenbar wirklich super. So, und jetzt gucken wir hier. Niemand überarbeitet. Wir packen natürlich einen Tag-Nacht-Zyklus. Welches Movie-Creator-Spiel kommt denn ohne einen gescheiten Tag-Nacht-Zyklus aus? Also Marketing. Zeitschriften und Demos muss reichen. Wir wollen ja den Hype auch nicht zu sehr übertreiben, obwohl das ist schon ganz schön viel. Und da übersteigt der Hype 100. Ich weiß nicht, ob wir das aushalten können. Also dem gerecht werden können. Ich glaube, es wird so ein mittelmäßiges Spiel eher, um ehrlich zu sein. So, neuer Technikrekord, gutes Management, bla 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 bla. Colin Tate hat einen Levelaufstieg. Ja, und da müssen wir ihm leider mehr bezahlen. Fortgeschrittene Zwischensequenzen können wir jetzt erforschen. Erstell mal den Spielbericht. Dann können wir die anderen in den Urlaub schicken. Oh Mann. Ja, wie ich dachte, eher mittelmäßig. Aber hoffentlich verkauft es sich durch den Hype trotzdem relativ gut. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, das ist doch okay. Es könnte durchaus schlimmer sein. So, wir produzieren gleich ein kleines Spiel, nur um die Zeit zu füllen, damit die Leute in Urlaub können und wir dann das nächste richtig groß rausbringen können, das nächste Spiel.
Ach so, das sind Einheiten. Hier unten ist das Geld. Ist aber trotzdem nicht viel. Das ist ja super wenig. Das ist ja super wenig. Was soll das denn? Okay, kleines Spiel, Thema. Was hatten wir noch nicht? Aliens. Action-Spiel? Action Aliens? Ich glaube, Action Aliens läuft gut. Plattform. Der Gameling, der hat immer noch 14% im Marktanteil. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber na gut, es ist das Schlechteste aus den Sachen, die wir hier auswählen können. Egal, wir haben die Gameling-Lizenz. Für Kinder. Happy Gamer. Und wir nennen es Alienaction. Okay, ich habe einfach nur die Worte Alien und Action aneinandergereiht. Das ist nicht cool. Ich dachte, das wäre ein cooles Wortspiel. Aber es kamen dann doch nur zwei Wörter raus. Action. Es geht nicht um Aktienkinder, es geht um Action-Aliens. Okay? Auf geht's. Eigentlich reicht da 2D-Grafik, aber machen wir mal. Wir sparen lieber an anderer Stelle. Ah, und gerade da ist der neue Themenboost weg. Schade, schade. Ja, ich denke, das passt tatsächlich so. Mehrspielermodus. Oh, schön Mehrspieler auf dem Gameboy. Das ist geil, schön ins Kabel reinstecken. Dann hat man Spaß. Hier, Action ist schon mit auf dem Stand vertreten. Ist nur ein kleiner Stand, Leute. Kommt her, ich weiß, es ist nur ein kleiner Stand, aber wir haben Spaß an unserem kleinen Stand. Wir haben ein bisschen Hype generiert. Ein bisschen. Ein bisschen Hype können wir generieren. Ja, da kommen hier doch ganz gute Werte zusammen, denke ich. Für so ein kleines Spiel? Für ein kleines Spiel kommen hier ganz gute Werte zusammen, muss ich sagen. Also richtig gute Werte für ein kleines Spiel, denke ich. Ja, das passt doch. Minispiele. Oh, das ist eine geile Forschung, muss ich sagen. Okay, können wir euch irgendwie mal in Urlaub schicken? Immer noch nicht. Okay, direkt noch ein neues kleines Spiel. Ich will das große RPG will ich erst raushauen, wenn es wirklich losgeht. Wir gucken mal ganz kurz, wie sich Alien Action verkauft. Ich will nur, möchte nur wissen, ob wir noch mal für den Gameling jetzt ra was raushauen oder ob sich das gar nicht. Och nee, och nee. Naja. Naja. Das hätte ich auch gesagt. Sie sollten sich mehr auf das Technische konzentrieren. Und jetzt gucken wir noch den ersten Tag an und dann. Oh, das ist ja echt nicht viel. Komm. Machen wir doch mal. Ein kleines Spiel nochmal für den PC. Wie, Erwachsene finden das nicht gut? Erwachsene finden Game Dev Tycoon, also Game Entwicklungstycoon nicht gut? Na du, gut, dann probieren wir es doch mal mit Romantik. Ein kleines Romantikspiel. Ja, und wir nennen es natürlich Little Romance. Das ist doch geil hier. Kleines Romantikspiel. Und das wird ein Casual-Romantik-Spiel. Ein Abenteuer? Nee, Casual. Komm, wir machen hier mal. Ups, jetzt habe ich es entwählt. Für den PC. Das ist komplett strange. Einfach nur, aber was soll's. Und ist eher für oder für alle. Ist ein Casual-Spiel. Also, und auch Jugendliche können durchaus schon ihre ersten Romanzen erleben. Also, auf geht's. 2D natürlich. Ja, mit dem Genre haben wir noch gar keine Erfahrung. Ich denke mal, bei Casual ist Gameplay tatsächlich ein bisschen wichtiger, Engine gar nicht wichtig. Aber zumindest, naja, so. Story Quest ein bisschen wichtiger. Aber wir generieren hier automatisch ein bisschen Hype. Also künstliche Intelligenz raus. Level Design hoch. Ja, mach mal ein bisschen mehr künstliche Intelligenz, weil wenn Dialoge vermutlich so ganz, ganz wenig nur ist. Na gut, wir gucken mal. Ich kann ihn währenddessen einen Spielebericht erstellen lassen. Das lasse ich aber mal lieber.
Grafik, Sound, Spielweltdesign. Ich glaube, Grafik und Sound sind relativ gleichwertig. Spielweltdesign machen wir ein bisschen höher und wir gucken einfach mal. Ja, mein Energieverbrauch ist hoch. Ja, aber die Umwelt ist wichtig. Auf geht's. Hallo, Solarenergie, da sparen wir vermutlich auf lange Zeit gesehen sogar noch was. Tja, aber um ehrlich zu sein, meine Erwartungen an das Spiel sind jetzt auch nicht so super hoch. Warum kann ich euch denn nur nicht in den Urlaub schicken? Macht teilweise Spaß. Deshalb kann das Installieren von Konnektoren wirklich Veränderungen bringen. Gut, freut mich. Ja, da kommt auch ein bisschen Geld wieder rein. Okay, also wenn wir die Leute jetzt ewig nicht in Urlaub schicken können, ich probiere es jetzt einfach. Kommt, Leute. Mach mal, wir gucken mal, vielleicht noch ein neues Thema. Oh, ja, Leute, Cyberpunk. Das muss jetzt schon sein. Erforscht das mal eben. Und dann bauen wir ein Cyberpunk-RPG. Dün, 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 dün. Simulationsspielen. Leute, das ist unser Geschäft. Das ist unser Geschäft, Simulation. Hallo? Jetzt haben wir die. Jetzt, kommt, Leute. Das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal wesentlich besser. Auf geht's. Mittleres Spiel. Und das ist der Game-Entwicklungs-Tycoon Rich Edition. Versteht ihr? Get Rich. Nicht Get Richt. Für PC. Das ist selbstverständlich da. Casual-Spiele funktionieren auf PC nicht. Hätte ich mir eigentlich denken müssen. Aber na gut, was soll's. Ich meine, so ein Büro kann man schon mal ein Casual-Spiel auf dem PC spielen, oder? Erfolge wäre jetzt als Forschung verfügbar. Also, bisschen mehr auf Ancient Story Quests. Raus. Raus damit. Und Gameplay, das macht hier mal der gute Raisin, macht das mal selbst. Story und Quest macht auch Scott. Und die technische Seite, hier die Engine, macht der Johnny Rome. Und los geht's. Haut die Punkte raus. Oh nee, jetzt seht ihr, was ich meine? Jetzt sind sie hier müde. Egal, da wird unser nächstes Spiel umso besser. Ich meine, bisher leisten sie ja noch ganz gute Arbeit. Okay, künstliche Intelligenz. Auf geht's. Ja, Level Design ein bisschen runter. Künstliche Intelligenz, wichtiges Thema. Da schicken wir Johnny Rome dran. Die Dialoge macht noch. Ne, erstmal Level Design. Er hier. Dialoge macht Raisin selbst. Auf geht's. So muss das sein hier. Leute, Crunch Time, haut mal was raus hier. Grafik sehr wichtig. Sound eigentlich auch sehr wichtig. Machen wir Sound mal noch ein bisschen höher. Okay. Owen Scott, du machst bitte die Grafik. Ganz knapp ausgefüllt. Raisin, mach den Sound hoffentlich paar. Ah, 1% drüber. Egal, damit müssen wir leben. Und hier Bradley Knight macht das noch. Auf geht's. Ja, wird nicht der größte Hit vermutlich. Einfach vom Dings her. Okay, jetzt starten wir noch ein bisschen Marketing. Eine kleine Marketingkampagne. Damit wir noch ein bisschen Hype mit abgreifen. Mal eben ganz schnell. Während wir das Spiel noch polischen. Okay, reicht so, passt. Witzig ist, also ich programmiere gerade selbst das ein oder andere Spieleprojekt. Und anstatt das zu machen, spiele ich ein Spiel, wo man das macht. Aber das ist ja auch sehr lustig, macht Spaß und man sammelt Inspiration und man muss ja auch mal ausspannen können.
Cloud-Spielstände, so weit sind wir schon. Mod-Support, grundlegende Physik. Eieiei. Okay, Leute, jetzt geht's erstmal sowas von ab in den Urlaub. Oh. Okay, what? What? Ich schieb's mal darauf, dass die ganzen Leute in Urlaub wollten. Aber what? Das kann doch nicht sein, dass Get Rich so schlecht abschneidet. Auf in den Urlaub. Du erstellst mal bitte den Spielbericht. Ich will wissen, was da schiefgelaufen ist. Eieieiei. Ja, aber der Umsatz ist doch ganz gut. Also jetzt aber mal ernsthaft. Ist besser als bei unseren letzten Spielen, Super, oder? Aber wenn wir jetzt demnächst nicht einen Hit landen, muss ich schon sagen, sieht das schlecht aus. Hatten wir schon mal ein RPG? Wir hatten da, glaube ich, noch kein RPG entwickelt, oder? Ich gucke nur noch mal, weil ja das Falling Out. Mach mal ein Falling Out Fortsetzung einfach. Ich denke mal schon. Ich glaube, es ist Zeit für die Falling Out Fortsetzung. Falling Out 2. Jetzt wird es knallig. Da haben wir es. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wäre der Erwachsene besser gewesen. Ich glaube, Rollenspiele mögen alle. Und PC. Oder? Obwohl Rollenspiel nur 2. Machen wir vielleicht fürs Playsystem. Machen wir vielleicht fürs Playsystem. Verkauft sich ja offenbar ganz gut. Kommt. 300. Uiuiuiui. Heide Witzka. Los geht's. Kommt. Wir investieren. Und hoffentlich wird das was. Das erste Spiel, das wir für das Playsystem entwickeln. Story Quest, ein bisschen wichtiger schon. Engine, ich glaube, Engine ist auch wichtig. Ich glaube, Gameplay ist nicht ganz so wichtig. Ein bisschen schon noch. So. Die Verteilung können wir so lassen. Natürlich wollen wir hier keine lineare Erzählung. Ein Rollenspiel braucht schon verzweigte Erzählung. Und das Geile ist, jetzt auf unserem kleinen Messestand wird auch schon Falling Out ein bisschen angepriesen. Ein bisschen Hype generiert. Währenddessen für Get Rich noch ein bisschen die Verkaufszahlen vermutlich gesteigert. Ich denke, das könnte gut werden. Kriegen wir ein bisschen Zusatzgeld hier. Auf geht's, da kommt der Hype rein. Ja, da gehen die Zahlen wieder ein bisschen nach oben. Der Dreamcast wird eingestellt. Na, zum Glück sind wir da nicht mit aufgesprungen. Also, ja, das sieht doch mal wieder hier besser aus. Das sieht so aus, als ob wir da ein Stück vorankommen würden, auf jeden Fall. Dialoge ein bisschen höher. Verteilung lassen wir so, auf geht's. Haut raus das Ding. Ba ballern, 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 sage ich mal. Und da geht Get Rich bald vom Markt. Wie? Ich habe da doch gar nicht genug Zeit, das neue Spiel zu entwickeln überhaupt. Ah nee, das war ja Get Rich, was ich als Simulation. Der Trend war ja Simulation. Dann passt das ja. So spielwältig sein. Sehr, sehr wichtig. Jetzt ist natürlich hier Owen Scott leider maßlos überfordert. Krieg mal gar nicht genug runter. Kriege ich das noch hin? Das kriege ich noch hin, hier die Grafik. Das Bradley Knight macht spielwältig sein. Oder Raisin macht Spielweltdesign und Bradley Knight macht den Rest. Geht das? Passt das? Nee. Okay, dann machen wir es so rum. Nein. So. 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 Bradley Knight, jetzt bitte mal, enttäusch mich nicht. Das wird hier sonst echt peinlich für uns. Geiles Gaming hat mal für seinen Namen gestanden. Alter, diese Designpunkte haben sie jetzt ganz schön rausgekloppt. Aber die Reviews sagten ja immer, wir sollten uns mehr auf die technische Seite konzentrieren. Und die sind wir gerade nur bei 111. Oh, gut, ich dachte schon, das PlaySystem 2, ich hätte mich gerade schon erschreckt. Ja, kommt, haut noch ein paar Sachen raus. Haut noch ein paar Sachen raus. Kommt, das muss richtig gut werden, Leute. Lasst mal noch ein paar Punkte ins Projekt fliegen. Okay, der Hype fällt ab, raus mit dem Shit.
Gehaltserhöhung. Leute, seht ihr nicht, wie es unserem Unternehmen geht? Wir können hier nicht die ganze Zeit Gehaltserhöhungen raushauen. Direkt zum nächsten Spiel. Was könnte wir? Eine Krankenhaussimulation. Ich glaube, das wird was. Genre Simulation. Und Simulation kennen wir uns halt einfach aus inzwischen. Für den PC. Komm, Simulation für den PC funktioniert gut. RPG Gamer und Namen braucht das Ganze natürlich auch noch. Hospital Simulator. Der Emulator. Hospimulator. Das finde ich gut. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie ein komisches Wort, das ich hier gerade benutze, was es tatsächlich schon gibt. Ja, Leute, Leute, kommt, kommt, kommt. Ah. Oh nee, was? Jetzt reicht's aber. 6-7 hier, was? Leute! Ohne Inventor hat was Neues auf dem Markt. Ja, gut. Ja, Story Quest raus. Gameplay hoch. Verteilung lassen wir so, auf geht's. Ja, aber hier der Umsatz, der lässt ja eigentlich nicht zu wünschen übrig, muss ich sagen. Ja, natürlich sagen wir was. Glauben Sie, das Spiel wird gut angenommen? Ich glaube, wir sind diesmal mal eher bescheiden. Ich denke, das wird nicht der krasseste Schritt. PlaySystem wird nicht mehr unterstützt. Aber wir de definitiv entwickeln wir nochmal was fürs PlaySystem 2. Das ist ja mal sowas von gut gelaufen. Also klar, die Umsätze übersteigen natürlich die Wertungen. Aber solange uns das aus der Misere holt, finde ich das okay. Also Sound ist natürlich eher wichtig. Spiel wird jetzt Design noch mal ein bisschen runter. Dann packen wir ihn hier noch mal ein bisschen auf die Grafik. Machen wir das hier noch so weit runter und auf geht's. Wir haben inzwischen so unglaublich viele Forschungspunkte. Entweder wir sollten unsere Leute trainieren oder tatsächlich uns dann gleich mal eine neue Engine machen. Wir haben ja jetzt eventuell ein bisschen die Rückstärkung, die finanzielle, um das durchzuziehen. Obwohl, eine Engine kostet natürlich auch nochmal sehr viel. Da geht es nicht nur um den Erhalt des Büros. Eieiei, okay, das ist natürlich vor allen Dingen auf technologischer Seite hohe Werte. Da bauen wir nochmal kurz ein bisschen Hype auf. Sie suchen nach Sponsoren. Ich dachte mir, dass das eine super Chance für uns wäre. Ja, also ich setze mich definitiv für mehr Frauen in der Branche ein. Schaut mal in mein Büro rein. Das war zwar nicht mein Ziel, aber es ist leider so geworden irgendwie. Okay. Nintendo arbeitet schon wieder an einer neuen Konsole. Krass. Und wieder Gehaltserhöhung. Leute, Leute, Leute. Okay, erstell du mal eben einen Spielbericht und währenddessen. Ich glaube, wir lassen mal kurz hier ein bisschen forschen. Okay, Multigenre. Das ist auf jeden Fall geil. Das müssen wir nämlich auch nicht in der Engine einbauen. Das können wir einfach so auswählen. Du machst mal hierfür den Bericht. Nette Erfahrung. Naja. Okay, das dürfte ein bisschen Geld einbringen. Forschung. Dann können wir doch bestimmt noch mehr machen. Multispiele, Erfolge, grundlegend Mod Support. Okay, das ist aber auch alles teuer. Wir gucken mal nach einem neuen Thema erstmal. Wir brauchen erstmal wieder einen richtigen Hit, bevor wir uns. Weltraum! Yes! Weltraum, Weltraum. Ich hätte gern irgendwie Weltraum mit Aliens oder so. Das passt doch bestimmt super. Super, super gut. Musik. Komm, wir forschen nochmal Musik rein.
Was? War das der? Achso, das war der letzte Umsatz von dem anderen und nicht der. Oh ja. Schön die Millionen. Ja. Gib mir die Millionen. Okay. Multigenre. Ein Action-Simulation. Ja, Action-Simulation. Nicht mit UFO. Mit Weltraum-Aliens. Ach so, wartet. Ich bin voll blöd. Aber egal, Action-Simulation. Ach, da gibt es ja eigentlich Sternenburger. Da kommt ein Bindestrich dazwischen, oder? Wenn man es so auf Deutsch schreibt, kommt da ein Bindestrich dazwischen. Mittleres Spiel. Ja, das ist für alle. Und weil es so gut geklappt hat das letzte Mal, PlaySystem. Ich freue mich schon drauf, wenn wir auf mehreren Plattformen entwickeln können. Das wird toll. Dann können wir fürs PC, für den PC gleichzeitig mit rausbringen. Ich war, ja, gut, eine Simulation, ne? Es ist eine Simulation. Wir machen die mal. Aber jetzt haben wir die. Jetzt haben wir die Lizenz. Aber ich glaube, Simulationen kommen da überhaupt nicht an. Und ich habe gerade so Bock, Sternburger zu bauen. Das ambitionierteste Projekt, das wir bisher hatten, glaube ich. Action, Action, Action. Ich glaube, da ist die Engine ein bisschen wichtiger. Ziehen wir das mal ein ganz kleines bisschen nach oben. Und der Hype generiert sich. Ballern wir mal hier ein paar Demos in Zeitschriften raus. Oh, Zeitschriften-Demos. Auf geht's. Künstliche Intelligenz ein bisschen runter, Dialoge ganz runter, Level Design ist relativ wichtig. Weiter geht's. Mittlerer Messestand, oder? 5 Euro! Der Sprung aber auch. Von 50 auf 500.000, wenn man einen mittleren will. Aber ich denke, es könnte sich hier echt lohnen. Spielweltdesign nehmen wir ein bisschen runter. So, Sound ist bei Action, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mach mal Grafik aber noch mal ein bisschen hoch. Und auf geht's. Komm, hier, Hype. Und jetzt müsste aber auch langsam mal die Messe kommen. Leute, Leute, kommt schon. Wir wollen noch einen Rekord knacken. Sternburger und Hospice Simulator. Oh, sag nicht, der ist gerade in dem Moment vom Markt gegangen. Weißt du, das hätte uns nochmal einen schönen Push zum Schluss gegeben. Ja, da ist er vom Markt. Schade. Uiuiui. Okay, haut mal noch ein paar Punkte extra raus hier. Das reicht mir noch nicht ganz. Da geht mehr. Kommt, Leute, da geht doch mehr. Danach könnt ihr Urlaub machen. Danach könnt ihr richtig Urlaub machen. Ja, ich hau hier nochmal 150 raus. Das spielen wir locker wieder ein hier. Auf geht's. Komm. Auf technischer Seite neuer Rekord. Neue Kombination, neues Thema, neues gutes Management. Jetzt geht's ab. Okay. Auf in den Urlaub, Leute. Ihr habt's euch verdient. Huhuhuhu. Komm, oh. Na. Ein solides Achterspiel. Mit einer Tendenz zur 9. Ja, das passt doch. 8,5. Das kann ich sogar im Kopf ausrechnen. Sternburger. Da bringt es uns mal ein bisschen was. Es ginge aber besser. Ginge durchaus besser. Die Wertungen könnten durchaus ein wenig höher sein. Uiuiui, ja, aber na gut. Ich denke, wir forschen jetzt erstmal eine Runde. Oh, fortschrittliches stereokopisches 3D. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Fähigkeitsbäume, sehr, sehr wichtig, wenn wir weiterhin auf RPGs ein bisschen. Oh, nee. Ja, obwohl, wollen wir mal vielleicht mal ein bisschen trainieren? Das ist ein Invento GS. Das wird bestimmt ganz gut. Okay, Forschung. Was können wir noch machen? Erfolge? Was? Habe ich ihn gerade entlassen? Okay, Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Grundlegende Physik. Oh, Mod-Support ist auch eine geile Sache, glaube ich. Aber Cloud-Spielstände. Ey, ich liebe Cloud-Spielstände, muss ich echt sagen.
Ja, ob die PPS jetzt so gut wird, das weiß ich nicht. Mod Support. Komm, hau mal mit raus. Aber für euch geht das dann erst das nächste Mal weiter, wenn es wieder heißt Game Dev Tycoon. Also, freut mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.